geht YouTube, TechTix ist wieder back am Start mit den Top 5 Driftcars in GTA 5. Kleine Anmerkung am Rande, das sind alles Autos, mit denen ich am besten driften kann. Das ist von Person zu Person anders, also smash nicht direkt den Dislike-Button, sondern lasst eine ehrliche Bewertung da. Dann kommen wir auch gleich zu den Top 5 Driftcars. Auf Platz 5 haben wir den 9F Cabrio aka Audi R8 mit einem schönen Heckspoiler. Der kleine Flitzer ist klein, wendig und lässt sich sehr gut auf der Straße fahren. Seht selbst und überzeugt euch selber. Auf Platz 4 haben wir den Comet aka Porsche Carrera mit seinem sportlichen Aussehen. Mit dem Comet kann man sogar um die engste Kurve driften, mit ein wenig Übung natürlich. So viel zum Gerede, nun schaut einfach selbst. Auf Platz 3 haben wir den Wacker aka Lamborghini mit dem schönen und breiten Heck. Der rote Flitzer kommt schon ins Rutschen, wenn man aufs Gas drückt. Aber statt weiter zu labern, lasse ich einfach mal die Bilder sprechen. Auf Platz 2 haben wir den NS Huntley S, auch bekannt als Range Rover. Der robuste Range Rover driftet selbst mit 2 Tonnen noch sauber um die Ecke. Seht selbst, wie der SUV um die Ecke förmlich gleitet. Dann kommen wir auch schon zum besten Driftwagen in GTA 5. Der Benefactor Schwarzer sieht auf den ersten Blick harmlos aus, aber hat mehr Leistung unter der Motorhaube, als man denkt. Der Schwarzer lässt seine Reifen durchdrehen und lässt den Benefactor 1A um die Ecke gleiten. Er ist nicht nur perfekt zum Driften, sondern sieht auch noch der S-Klasse von Mercedes sehr, sehr ähnlich. Das war's von den Top 5 Driftcars in GTA 5. Wenn euch das Video dieser Art gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da für dieses aufwendige Video. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr von diesen Videos sehen wollt. Ansonsten sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.